Faszination Gruppensex. Muss man natürlich sich gut vorher überlegen, ob man mit mehreren Dutzend Leuten, die vielleicht nicht dem persönlichen Geschmack entsprechen, übrigens auch was Hygiene angeht, in einem Raum sein möchte oder in mehreren Räumen, um ihnen beim Geschlechtsakt zuzusehen. Natürlich beinhaltet das auch eine Menge Dinge, die man bei anderen Menschen nicht sehen möchte, zum Beispiel stark schaukelnde Geschlechtsteile. Die Do's sind auf jeden Fall, bitte reinigt euch gründlich, sorgt dafür, dass das Haar gestutzt ist an den richtigen Stellen und Hand- und Fußnägel in ordnungsgemäßem Zustand sind. Die Don'ts, vorher Döner essen, würde mir jetzt spontan einfallen, oder mit Durchfall in den Swingerclub oder mit einem Partner, der gar keine Lust auf Gruppensex hat, würde ich auch nicht machen. Überhaupt ist es mir ein Rätsel, warum Gruppensex so einen starken Zulauf genießt, weil die meisten Leute, mit denen ich spreche, haben an Gruppensex überhaupt kein Vergnügen. Was man natürlich auch machen kann, wäre das Ganze als lustigen Ausflug zu nehmen, wie zum Beispiel ins Planetarium oder in die Botanikhalle und einfach mal gucken, sich am Buffet zu laben und dann wieder gehen. Das wäre für mich persönlich der perfekte Gruppensexabend. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann abonniert doch bitte meinen Channel, und zwar entweder hier oder hier oder da. Dein erstes Mal, dein erster Orgasmus, Lieblingsstelle, Sexspielzeug, wie viel Sexpartner?